Mal drüber nachgedacht. Hast du in letzter Zeit mal reflektiert oder darüber nachgedacht, wie dein Leben gerade so läuft? Mal geguckt, wie es dir geht und ob du zufrieden bist mit dem, wie du lebst, was du machst? Ich glaube, es ist gut, immer mal wieder einen Blick darauf zu werfen, wie es gerade ist, wie dein Leben läuft. Und ich glaube, es macht auch Sinn, sich Ziele zu setzen und immer wieder mal zu gucken, verfolge ich diese Ziele, lebe ich nach den Sachen, die mir wichtig sind. Warum du das machen solltest, über sein Leben und über die Situation, in der man ist, nachzudenken, hilft einem, bewusst zu leben, Dinge bewusst zu tun und auch zu hinterfragen, ist das, was ich gerade mache, das, was ich will? Ist es eine gute Chance, dir Ziele zu setzen, die du im Leben angehen möchtest und bewusst auf dieses Ziel zuzusteuern? Wenn du kein Ziel hast, wo du eigentlich hin willst, dann gehst du mal in die Richtung und mal in die Richtung. Das ist genauso wie wenn du einfach in irgendeinen Bus steigst und nicht weißt, wo du hin willst. Wenn du aber weißt, ich will an diesen Ort, kannst du ganz bewusst in den richtigen Bus einsteigen und kommst auch an. Und deshalb macht es voll Sinn, einfach sich mal ein Ziel oder Ziele zu setzen und sagen, hey, da möchte ich eigentlich in meinem Leben hin, das ist mir wichtig, das sind Werte, die mir wichtig sind. Und dann macht es Sinn, immer wieder mal darüber nachzudenken, okay, lebe ich das, was mir wichtig ist? Bin ich gerade zufrieden? Was kann ich ändern? Was habe ich gelernt? Wo bin ich gewachsen? Wo habe ich aus Fehlern gelernt? Und ich kann aus Erfahrung sagen, dass es einen wirklich weiterbringt, dass es den Blick stärkt auf das, was man möchte und man auch anders, ja, mit Situationen umgehen kann. Ich kann dir empfehlen, das einfach auch aufzuschreiben, weil dann kannst du es nachlesen und kannst das besser nachvollziehen. Hier ein paar Themen, über die du nachdenken kannst. Freunde, da kannst du dir überlegen, mit wem verbringe ich gerade viel Zeit? Haben die einen guten Einfluss auf mich oder einen schlechten? Wer ist mir wichtig? In welche Person möchte ich viel Zeit investieren und wie kann ich das bewusst machen? Ja, Freizeit, Hobbys ist so ein Thema. Du kannst überlegen, wie möchte ich meine Zeit verbringen? Was ist mir wichtig? Nehme ich mir Zeit für das, was mir wirklich wichtig ist? Schule oder auch Arbeit? Wie läuft es da? Welche Ziele habe ich da? Bin ich da zufrieden? Familie, wie läuft es in meiner Familie? Bedrückt mich was? Verbringen wir Zeit miteinander? Dann deine Wünsche und Bedürfnisse. Was ist dir wichtig? Was wünschst du dir? Hast du Momente, wo deine Bedürfnisse erfüllt werden oder nicht? Gesundheit und Sport. Kommt es in deinem Leben vor, in deinem Alltag, dass du Sport machst, dass du guckst, dass du gesund lebst? Wie gehst du mit Geld um? Und bei diesen ganzen Sachen kannst du dir Ziele setzen, kannst sagen, okay, welches Ziel habe ich eigentlich generell im Leben? Wo will ich hin? Wo will ich in ein paar Jahren sein? Und was kann ich jetzt schon dafür tun? Herzstärkend ist eine Internetseite, die zwei Reflexionsbögen zur Verfügung stellen, wo man nochmal reflektieren kann, was war im letzten Jahr und was ist mir in diesem Jahr wichtig. Und ich verlinke euch das hier mal und die könnt ihr super gern auch runterladen und einfach nutzen. Ich wünsche euch eine richtig gute Zeit dabei.